Europa, Merkel hat für einen neuen Aufbruch für Europa geworben. Europa sei der Garant dafür, dass die deutschen Interessen und Werte in der Welt Gewicht hätten, sagte Merkel. Europa sei in vielen Bereichen zu schwach und zu langsam. Notwendig seien sehr viel mehr wirtschaftliche Dynamik und mehr Innovationen, auch sei die Jugendarbeitslosigkeit ein echtes Problem. Die Stabilität des Euros und die Verschuldung erforderten ebenfalls dringendes Handeln. In vielen Bereichen in Europa gäbe es einen Flickenteppich. Da brauche wir mehr Gemeinsamkeit, sagte die CDU-Chefin. Dies gelte beim Außengrenzenschutz, bei der militärischen Zusammenarbeit, in der Außen- und Sicherheitspolitik, beim digitalen Binnenmarkt und mit Blick auf einen gemeinsamen Kapitalmarkt. Finanzministerium: Merkel hat den Verlust des Finanzministeriums im Falle einer neuen großen Koalition als schmerzhaft bezeichnet. Die CDU habe an dieser Frage aber nicht die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen wollen, sagte Merkel mit Blick auf parteiinterne Kritik. Merkel äußerte befremdend darüber, wie von einigen über das Wirtschaftsministerium geredet werde, das zum ersten Mal seit mehr als 5 Jahrzehnten wieder von der CDU geführt werden soll. Wenn die Amtsinhaber in den vergangenen Jahrzehnten Chancen nicht genutzt hätten, sei es an der CDU, dies zu ändern. Es liegt an uns, daraus etwas zu machen, betonte Merkel. Das Wirtschaftsressort könne wichtige Impulse bei Handel, Digitalisierung und Energie setzen. Mit dem Ministerium habe die CDU die große Chance, die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert zu erneuern. Neuer Wirtschaftsminister in einer großen Koalition soll der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier werden.